Boden. Ich war so besorgt. Hey, das Gravitron. Gib es ihm, Doc. Schau, Gordon. Doc freut sich auch. Man sieht's. Okay, Doc, wirf den Monitor an, damit wir uns bei Dad melden können. Er wird sich schon Sorgen machen. Er war sicher, dass ich dich nicht hier finden würde. Die Zitadelle ist kurz vorm Ende. Ich weiß nicht, wie wir da rausgekommen sind. Ich erinnere mich nur noch an Breens Fall. Eine Mordsexplosion und dann Vortigo und Stimmen. Und plötzlich buddelte mich Doc aus den Trümmern. Alles sehr merkwürdig. Wir sollten... Eric, komm her! Das ist Dad. Wir versuchen schon seit Stunden. Wenn der hört, dass du wieder da bist. Komm schon! Kleines, melde dich! Wo bist du? Oh Gott, sag mir, dass du nicht in der Stadt bist. Noch nicht ganz. Was? Aber Dad, wir haben ihn gefunden. Du hast Gordon? Unfassbar. Hör zu, ihr zwei müsst unbedingt aus der Stadt raus. Die Zitadelle geht jeden Moment hoch. Das geschieht auf jeden Fall, fürchte ich. Der Prozess hin zu einer Entladung dunkler Energie hat sich laut Sensoren beschleunigt. Jeder in der Nähe würde energetische Einwirkung ausgesetzt, über die Auswirkung ich noch nicht einmal spekulieren kann. Mehl zöge unabsehbare Schäden auf... Kleiner, es reicht! Dad? Oh je, Eli, tut mir leid, aber es gibt doch keinen Grund zur Panik. Alex ist jetzt bestimmt in Sicherheit. Nein, wir sind noch in der Zitadelle. Was? Oh je, so viel Zeit haben wir nicht. Der Kern steht unmittelbar vor dem Bruch. Man kommt nicht nah genug heran, ohne zunächst... Nun... Nur ein direkter Eingriff am Kern könnte die Reaktion jetzt noch irgendwie verzögern. Also hineingehen? Am Kern selbst, ja. Aber diese Option ist zu gefährlich. Die Kammer ist ein reiner Strahlenherd. Du hast doch den Schutzanzug. Wenn wir einen Weg in die Zitadelle fänden, könnten wir vielleicht... Alex, nein! Aber Dad! Izzy, bring du sie zur Vernunft. Bedauere, Eli, aber anders geht es nicht. So könnten wir mehr Bürger evakuieren. Wir schaffen das, Dad. Okay, Alex. Okay. Versprich mir, dass du keine unnötigen Risiken eingehst. Versprochen. Hab dich lieb. Ich dich auch, Kleines. Ich bete für dich. Keine Sorge. Ich bin bald zurück. Ja. Keine Sorge. Mal sehen, ob es vom Rand aus einen Weg hinein in die Zitadelle gibt. Doc, hilfst du mir mal? Danke. Okay, Doc, lauf vor und warte am anderen Ende des Guards auf uns. Wow, ganz schön steil. Du zuerst, Gordon. Achtung. Hm.
Doc! Doc! Achtung! Doc, alles okay? Gott sei Dank. Hast du mich vielleicht erschreckt? Bleib jetzt bei uns und hilf uns rüberzukommen. Ich kann es kaum glauben, dass wir da wieder rein wollen. Das wird nicht einfach werden. Na, Doc? Was meinst du? Vorschläge? Okay, Doc. Das hilft jetzt wenig. Man muss irgendwie rüberkommen. Aber wie? Wie wär's mit... Doc? Doc, wo willst du hin? Hab ich was gesagt? Doc, was soll denn... Ich glaube, bei Doc sind ein paar Schrauben locker. Pass auf! Hey Doc, das war ganz schön knapp. Was ist denn in dich gefahren? Ich sehe nicht, wie uns das weiterbringt. Mal langsam. Oh nein. Das meinst du doch nicht im Ernst, oder? Tja. Gordon, fällt dir was Besseres ein? Vertrauen wir ihm. Er weiß, was er tut. Das weißt du doch, oder? Aha. Ich will, dass du so schnell wie möglich da rauskommst. Such Dad. Wir kommen später nach. Ist ja schon gut. Du wirst mir auch fehlen. Mach dir keine Sorgen. Ich bin bald zurück. Auf den Bad. Gleich geht's los. Okay, Doc. Los geht's. Bevor ich's mir... Okay. Achtung, festhalten! Oh. Phew! Hey, guter Wurf, Doc! Geh jetzt, mach schon! Du kommst schon gut! Oha! Was jetzt? Wow. Festhalten! Schnell raus, bevor die nächste Fahrt beginnt.